Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Ja, es ist mal wieder soweit und es ist ein Gameboy-Titel dran. Und zwar The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends. Ja, das musste ich ablesen. Und auf diese Idee kam ich nicht selber. Und zwar der gute Tims Modellbahn H0 und Endspur. Grüße an dich an dieser Stelle, hat sich dieses Spiel gewünscht und da gucke ich dir natürlich mal rein. Falls ihr euch so ein bisschen um Modellbahnen interessiert, könnt ihr gerne mal seinen Kanal besuchen. Er hat so ein paar Videos halt zu H0 und Endspur. Ich kenne mich in dem Bereich leider nicht aus, aber ich glaube, das sind die Größen, glaube ich, ne? Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal in das Spiel rein. Aber vorweg, wenn ihr auch Wünsche haben solltet für Spiele 8 oder 16-Bit, einfach in die Kommentare rein. Ich habe eine Liste, da kommt alles drauf und das werde ich dann so irgendwann immer nach und nach mal etwas abarbeiten. Ja, ich würde sagen, following Rocky's advice to begin the game. Bullwinkle takes to the sometimes friendly streets of blah blah blah. Okay, also wir müssen irgendwas suchen. Ich glaube, das ist basierend auf irgendeiner Zeichentrickserie, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weil ich persönlich die noch nie gesehen habe, aber ich meine, ich habe mal die Bilder irgendwo gesehen auf jeden Fall. Ja, wie setzt man eine Zeichentrickserie am besten um? Plattformer. Okay, also haben wir immer schon mal das Klischee. Gucken wir mal, warum sich der gute Tim das gewünscht hat, woran es hakt. Okay. Also ein Plattformer, wo anscheinend die Gravitationskräfte dieselben des Mondes sind, ist nie gut. Ah, okay. Headbang scheint mein Angriff zu sein. Uah, aber Hindernisse kann ich damit anscheinend nicht. Das ging schnell. Okay, also das hilft nichts gegen die fliegende Mülltonnen. Boah, das Springen. Oh, das seht ihr wahrscheinlich. Das, ich glaube, das muss man nicht selber irgendwie fühlen oder sowas. Das sieht man schon beim Spielen. Ey, wieso habe ich denn Angriff, wenn ich hier nichts kaputt machen kann? Hä? Ich dachte, die Straße würde da weitergehen. Ist das Springen schlimm? Und vor allem, weil ihr das ja noch relativ zeitgenau timen müsst. Das ist so ein ganz, ganz komisches Gefühl irgendwie. Muss ich da jetzt rüberspringen? Hä? Da muss es. Oh, die Musik geht mir auf den Keks, sag ich euch. Boah. Es ist wirklich so schlimm, wie es aussieht. Ohne Witz. Gerade kam ich doch darüber. Oder ist das hier ein Seil, wo man hoch kann? Nee. Kann ich irgendwie auf die Fenster drauf springen? Ja. Da, wo man denkt, es ist nur Deko, das sind Plattformen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und dann wird man mit Scheiß beworfen. Oh, stand da nicht gerade im Introtext, dass das normalerweise eine friedliche Stadt ist? Mann! Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, komm. Ich halte drei Treffer anscheinend aus. Das kann ich jetzt doch jetzt schon wieder vergessen, oder nicht? Boah. Also es ist auf jeden Fall ein würdiger Kandidat. Und, komme ich da hoch? Ja. Komm, 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 komm. Ah, sehr schön. Oh, und ein Lebensenergie. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. So komplett unfähig, wie ich eigentlich dachte, bin ich denn doch nicht. Komm her. Ach, der wird wahrscheinlich zu weit unten sein, dass ich ihn weg headbangen kann.
Was für ein kleiner Wasserturm ist das denn? Ja, Sprünge ins Unbekannte ist immer gut. Super Spieldesign. Okay, da kann ich was... Oh. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch verdammt nochmal gedrückt. Boah. Sollte ich an meinen Puls denken, wenn ich diese Serie hier aufnehme. Meine Fresse, ey. Ist das Spiel mies. Mit einem vernünftigen Sprungverhalten wäre es vielleicht noch besser, ne? Aber was das soll, ey. Auch vom Level-Design her irgendwie komisch. Ja, komm. Und man kann einfach, man weiß einfach nicht, was jetzt Hindernis sein soll und... Ich will nicht mehr. Aber ein Versuch noch. Ein Versuch bin ich euch noch schuldig. Boah. Das soll ja wahrscheinlich eher als Zielgruppe Kinder haben. Umso unverständlicher ist irgendwie der Schwierigkeitsgrad. Der aber jetzt nicht unbedingt davon kommt, weil das Spiel jetzt irgendwie so ganz, ganz hart wäre. Sondern einfach, weil das Springen irgendwie bescheuert ist. Und ja, wie soll ich da sonst hochspringen? Mein Gott. Und weil irgendwie das Level so, das Level-Design so undurchsichtig ist. Ne? Hier weiß man nie, was Hintergrund ist, was jetzt eine Plattform sein soll. So, und jetzt einmal rüberspringen. So. Wieder eine Mülltonne. Hier muss ich wahrscheinlich auch rüber. Ja, war ja klar. War ja klar! Dieses Springen, das machen die so umständlich. Ja, Mann, ey. Dieser scheiß Köter. Also schön ist echt anders. Die Hitboxen scheinen auch irgendwie dubios zu sein. Meine Fresse, ey. Also ich werde es nicht lange mit dem Spiel aushalten, hier, ohne Witz. Es nervt einfach. Es nervt einfach. War ja klar, ne? Wenn man neu startet, alles respawnt, nur die Lebensenergie nicht. Top. Top. Das tue ich mir nicht weiter an und lieber Tim, aber trotzdem, danke für deinen Wunsch. Wie gesagt, wenn ihr auch einen habt, einfach in die Kommentare rein. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens etwas Spaß daran. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!